Willkommen zurück zu Let's Play Diapo Man, wo ich direkt beim Anfang schon fehle. Los. Jetzt muss ich mich echt mal beeilen, weil hier das echt böse ist. Mit der kleinen, Rennerei hier. Und verdammt laut, das ist nicht zu vergessen. Hoch da. Okay, hier kurz verstecken, dann laufen. Da macht er dicht. Ich vermute, dass ich hier das Wort good bauen muss. Interessant. Es läuft doch schon mal anders als letztes Mal. Ich bin tot. Es läuft auf jeden Fall schon mal anders als letztes Mal. Letztes Mal konnte ich hier nichts machen. Bis zum Teufel. Auf einmal. Lustig, ey. Sehr lustig. War das etwa ein Bug? Der ganze Scheiß, den ich wieder angetan habe? Könnte das sein? So. Hier hinstellen, laufen. In Richtung Uhren springen. Wenn du wirklich, ob du wirklich richtig stehst, sieht, dass das Licht angeht. So. Das Ding ist gezogen. Okay, er ist weg. Ich drücke jetzt hier mal das D. Das kommt aber kein D. D. Was? Also Buchstaben. L. I. I. V. Nee, das war nix. Okay, das war wohl nix. Ich muss da wahrscheinlich das Wort good starten. Ich denke, jetzt muss das Wort good. Na. Okay. Ich würde gerne das Wort good hinkriegen, aber. Geh da hoch! Oh, Typo Man, geh doch hoch! Geh doch einfach da hoch! Aber ist jetzt aber was anderes. Interessant, interessant, interessant. So langsam kommt ich denke, ob das funktioniert. Hüpf, hüpf, hüpf. So. Jetzt hier hin. So. Ob du wirklich Licht schießt, siehst du, wenn das Licht angeht. So. Lever ziehen. Schnell. Da geht das Licht an. Okay, welches Wort soll ich hier bauen? L-I-V-E. Evil. Live. Live. Nein. Live. Jetzt. Okay, das war anscheinend schon mal in Ordnung und gut und so. Okay, nochmal das ganze Spielchen. Ja, nein, vielleicht. Okay. Aha. Okay, wir haben ihm anscheinend Schaden zugefügt. Live. Was kann man daraus noch bilden? Okay, wo erscheint der Lever jetzt? Kein Lever? Nein, okay, der. Zwei Lever sogar. Ach du Heiliger. Und Doom wäre es diesmal gewesen. Okay, wir haben ihm Schaden zu. Weißt du, welches Wort kann ich da bilden? Ist das kurz. Welches Wort? Okay. A, V. Good. Good ist das richtige Wort hier. Good ist das richtige Wort hier. Okay, wir sind gut. Wir wollen gut sein. Beim Showdown. Es gibt anscheinend zwei Lever. Wir gehen hoch. Okay. Hüpf rüber. So, komm jetzt hier Lever. Licht hoch und ziehen. Und hin. Gut soll das Wort sein. Nein, 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 nein. Was? Ach du Heiliger. Ach, ich muss beide Lever ziehen oder wie? Ach du Heiliger. Ich muss ernsthaft beide ziehen? Hüpf. Hüpf. Okay, und hüpf. Okay, schnell den zweiten Lever ziehen. Lau. Mann, oh. Oh, Mann, oh. Okay,
Ja, wir haben immer noch einen Schaden zugefügt. Das ist gut. Ich muss beide Lever ziehen. Gut zu wissen. Und dann wahrscheinlich beim nächsten Mal alle drei. Um das Wort Gott zu bilden. So. Wir haben ihm schon mal Schaden zugefügt. Wir müssen überlegen, wie zum Teufel schneide ich das Ding hier. Und hüpf. Na, zu spät gehüpft. Okay, du wärst gewesen. Schön wär's gewesen. Doch, doch, doch. Ah, jetzt verstehe ich so langsam, wie der Boss hier funktioniert. Das ist schon hilfreich, muss ich sagen. Gut, dass ich kann jetzt viele, viele Fails rausschneiden. So. Wir gehen rüber zu diesem Lever hier. Und hüpf. Und zieh. Und lauf. Und zieh. Und zieh. Und lauf. Und hüpf. Hoch, hoch, hoch. Du? Okay, D, O, O, G, gut. Duke? Das war falsch. Duke war falsch. Ach, ich musste in der richtigen Reihenfolge. In der richtigen Reihenfolge, verdammt. Nein. Nein. Kann ich nochmal? Nein. Okay, das ist wieder umgeändert. Liv. Okay, es ist wieder Liv. Okay, von da aus. Es ist wieder Liv. Hüpf, hüpf, hüpf. So. So Liv it is. Okay. Zwei Lever. Hüpf. Ah, nicht gehüpft. Okay. Liv, 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 Liv. Okay, gleiches Spielchen noch einmal. Weil es so schön war. Wenigstens verstehe ich jetzt, wie das hier funktioniert. Gut und Leben sind die Wörter, die wir brauchen. So. Klappe zu. Und hoch. Und lauf, 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 lauf. Lipp, 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 lipp. Und hüpf. Und zieh. Und lauf. Und hüpf. Und zieh. Und lauf. Und hüpf. Okay. Okay. L, I, V. Nein! Nein, vertippt, verdammte Axt. Liev ist falsch. Leck mich am Arsch. Das darf nicht wahr sein. Ah, wieso haben wir vertippt? Noch einmal, als es schön war. Und jetzt ist wieder... Was? Safe. Safe it is. Es heißt safe, das Wort, das wir hier berücksichtigen. So, safe, good, Liev, das sind... die Wörter, die wir benötigen. So. Rüberlaufen. Auf die beiden Lever warten. Und hüpf. Und zieh. Lauf. Und hüpf. Und zieh. Und lauf. Und hüpf. So, jetzt noch einmal in schön das Ganze. S. A. V. E. 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 Safe! Ja, Gott sei Dank. Okay, wir haben doppelt zum zweiten Schaden zugefügt. Wir gehen wieder nach unten. Jetzt muss ich wahrscheinlich wirklich alle drei Lever ziehen. Befürchte ich. Hier ändert es wieder. Was ist diesmal? Liv ist es wieder. Es ist wieder Liv. Okay, lauf. Lauf, Typo Man, lauf! Hüpf, hüpf, hüpf. So. Laufen. Und alle drei Lever, vermutlich. Vermutlich alle drei. Und hüpf! Nein! Nicht gehüpft. Okay, drei Lever. Drei Lever. Oh, das scheiß Viech. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, ich bin falsch rumgelaufen. Ich muss auf der anderen Seite rauskommen. Nein! Ich hab's verkackt. Okay, drei Lever. Drei Lever und das scheiß Viech. Wir haben den ersten, den zweiten haben wir. Ja, gut. So. Okay, 3, 2, 1 und hüpfen. Und ziehe. Nein! Zieh doch! Zieh! Okay, Nummer 1 gezogen. Nummer 2 gezogen. Und runter. Runter, runter, runter und runter. Lauf! Nein, Typo! Runter da! Runter da! Runter! Nein! Wir wurden getroffen. Scheiße. Runter? Runter. Schaffe ich das noch jetzt? Ich glaube nicht. Ziehen. Aktiv, okay. Ich hatte jetzt gesagt,
Es ist 4. L-I-V-E. Live. Live. Ich möchte leben. Okay, dreimal geschafft und. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es tatsächlich geschafft. Der kleine Mensch hat ihn besiegt. Der Showdown. Und da ist die Angst. Defeat. Failed. Oh, er macht was selbst. Life. Death. Ich war schnell, ja. Was? Was ist stärker, Leben oder Tod? Oh no. Fate. Die Vorbestimmung. Was? Er isst uns? Oh nein. Nein. Hero. Hope, die Hoffnung. Typo Man. Oh. Das war Typo Man. Oh, was für ein. Auch wenn es ultra schwer war, meiner Meinung nach, ein schönes Spiel. Hier sehen wir schon den Executive Producer, den Bilal Spieb, mit dem ich mich auf der Gamescom sehr, sehr lange unterhalten habe. Ich weiß nicht, ob er sich an mich erinnert. Projektmanagement, Bilal und Lea, ihr beide, ihr habt mir auf der Gamescom, wir haben uns eine Stunde unterhalten auf der Gamescom. Und es war einfach, es muss ehrlich sagen, danke euch beiden. Das ist ein wunderschönes Spiel. Und natürlich auch allen anderen, die da mitgemacht haben. Um Gottes Willen, ich möchte keinen hier irgendwie. Es war ein Team von, ich glaube, 5 Leuten. Ich meine, wie wir sehen hier Lea, wir sehen Zane, wir sehen Arton, Gerd Mömken. Viele sind es nicht, dieses Spielentwickler, aber es sind so wenige und sie haben ein so schönes Spiel gebaut. Oh, das ist wirklich. Wow.
Also, wenn ihr das hier hört, meldet euch bei mir. Es ist wirklich ein wunderschönes Spiel, ihr beiden. Oder ihr alle, wenn es auch nur einer von euch sehen würde, das würde mich so sehr freuen, dass ihr das hier sehen würdet. Ach ja, Sonic Picnic. Sonic Picnic macht die Musik. Also die Musik ist auch wunderbar, muss ich ehrlich sagen. Hat mich gefesselt, dieses Spiel hat mich gefesselt, auch wenn es mich ein bisschen fertig gemacht hat, muss ich ehrlich sagen. Es hat mich ein Stück weit fertig gemacht, gerade so die schweren Passagen, aber gerade so ein Spiel muss irgendwie auch schwer sein. Muss ich ja ehrlich sagen. Es kann nicht immer nur alles so auf Anhieb und einfach und nur. Ich muss sagen, es hat mich zum Teil frustriert, aber auf eine gute Art und Weise. Ich wollte immer noch weiterspielen. Ich wollte das Spiel nie in die Ecke pfeffern und sagen, nee, leck mich. Oh, besonderer Dank an. Oh. Ja. Ach ja, ich glaube, das werde ich nicht vergessen, wie wir auf der Gamescom da gestanden haben und miteinander geredet haben. Das war echt schön. Ich hatte noch nie so intensiven Kontakt mit dem Publisher, das war echt schön. Ja, das war Typo Man, a Brain Seed Factory Production. Ein wunderschönes kleines Spiel. Muss ich ehrlich sagen, ich habe lange gewartet und ich liebe dieses Spiel wirklich jetzt schon. Guckt euch das an. Ist das nicht ein traumhaftes Bild? Ja, das war's dann wohl mit Typo Man. Es hat mich gefreut, dass ihr alle eingeschaltet habt. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn ihr mal bei meinen anderen Projekten vorbeischaut. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei einem anderen Projekt wieder. Bis dahin. Ciao.